Anan, moin moin. Spät dran? Ist noch nicht 7 Uhr, Harry. Bist du zu früh? Nein, ich bin nicht zu früh. Nur gut vorbereitet. Ich will mir einen Platz in der ersten Reihe sichern. Du bekommst gleich dein Bier, Harry. Boah, war eiskalt auf Fahrrad. Wirklich, Frühling ist das noch nicht. Der Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Oh, siehst du das, Harry? Ich bin ja nicht blind. Das ist ja eine schöne Sauerei. Habe ich alles nicht gesehen, aber jetzt sehe ich. Auf den Schreck nehme ich doch erstmal einen anständigen türkischen Kaffee. Und dann ein Bier. Tja, da fängt der Tag ja alles andere als gut an für den Kioskbesitzer Anan und seinen besten Kunden. Auf dem gesamten Rollladen prangt ein riesiger Graffiti-Schriftzug. Man kann die Waren in Anans Kiosk gar nicht mehr erkennen. Verständlich, dass er sich so ärgert. Mich kennt er ja schon, ich bin Opa Jost und meine Enkelin Coco und ihre Freunde Lukas, Marek und Johanna sicherlich auch. Sie sind die Alster-Detektive und haben hier in Hamburg schon einige spannende Fälle gelöst. Auch für die Kinder fängt der Tag nicht besonders gut an. Sie haben Unterricht bei Frau Menke. Könntet ihr mal ein bisschen leiser sein, bitte? Für mich ist das auch schon die 4. Stunde, ja? Ja, aber Sie werden dafür bezahlt, Frau Menke. Bitte? Ach, Thorsten. Natürlich. Ich würde mich freuen, wenn deine Beiträge in der Arbeit nächste Woche mindestens genauso geistreich ausfallen wie hier im Unterricht. Sieh mal, Coco, wie Thorsten jetzt aus der Wäsche guckt. Er guckt wie ein Auto, nur nicht so schnell. Thorsten ist ein Mitschüler meiner Enkelin Coco und ihrer Freunde. Auf ihn sind sie nicht besonders gut zu sprechen, seit er sich so schäbig verhalten hat, als der gute Ruf des Lokals von Johannas Eltern auf dem Spiel stand. Aber Thorsten bringt auch seinerseits den 4 Freunden nicht allzu viel Sympathie entgegen. Die Arbeit nächste Woche ist wirklich wichtig. Ich hoffe, das ist euch allen klar. Ach so, das heißt, die wir im letzten Halbjahr geschrieben haben, war unwichtig? Mann, das hätte ich vorher wissen sollen. Du meinst, dann hättest du dich noch weniger angestrengt? So, jetzt aber mal ernsthaft. Wer kann mir denn hier auf der Landkarte mal ein paar der Hauptstädte, die ihr lernen solltet, zeigen? Wie? Gar keiner? Ah, Marek, du willst es versuchen? Ich würde ja vielleicht, Frau Menke, aber welche Landkarte? Na, die ich... Oh, ach, ich dachte, ich hätte eine aufgehängt. Ja, dann hab ich die wohl im Lehrerzimmer. Naja, gut. Thorsten, dann teil doch bitte mal die Arbeitsblätter aus, die du kopieren solltest, ja? Ja, ja, mach ich. Hä? Was soll denn das sein? Frau Menke, soll das so? Was hat der Idiot denn jetzt wieder gemacht? Was meinst du, Jasmin? Ist was nicht in Ordnung mit den Arbeitsblättern? Zeig mal. Ein Zeitungsartikel über Zusatzstoffe in Lebensmitteln. Was hat das mit unserem Thema zu tun? Wie bitte? Zeig mir mal das Blatt, Marek. Ach, Thorsten, doch nicht das hier. Du solltest den Artikel auf der anderen Seite kopieren, den über die Agrarpolitik in Südafrika. Ach so? Echt? Das haben Sie mir aber nicht gesagt. Ich dachte, es wäre auch dir klar, dass wir zurzeit die Länder des afrikanischen Kontinents durchnehmen und dass ein Bericht über Geschmacksverstärker in Brühwürfeln uns da nicht weiterbringt. Also gut, dann, also dann seht euch auf alle Fälle nochmal im Arbeitsbuch die Seite 84 an und lernt die Hauptstädte. Ich frage nächste Stunde ab. Na, kommt ihr? Hey, Lukas, Coco, los! Ich muss unbedingt an die frische Luft. Ja, ja, Gräfin Johanna, Ihre ergebene Dienerschaft beeilt sich ja schon. Hier meine Dienerschaft? Das wäre mir aber neu. Hey, aber so schlecht finde ich den Gedanken nicht. Hey, Coco, wieso hast du dein Handy ausgepackt? Das dürfen wir doch nicht mehr auf dem Schulgelände. Laut neuester Anweisung von ganz oben. Ja, ich weiß. Das ist aber eine Ausnahme.
Meine Mama wollte mir kurz Bescheid geben, ob sie heute Mittag zu Hause ist oder ob sie noch arbeiten muss. Wir müssen noch mal zusammen los, bevor ich bei den Nachbarn babysitte. Oh, ein Anruf in Abwesenheit. Hey, wenn deine Mutter nicht da ist, kannst du ja auch bei uns essen. Warte, nein. Der Anruf war nicht von meiner Mama. Mann, ihr ahnt nicht, wer angerufen hat. Dirk Nowitzki. Er hat dich beim Basketballtraining gesehen und will dich managen. Haha, mach's nicht so spannend. Das war Herr Strasser. Ihr wisst doch, unser Mann im Rathaus. Coco, wir sind nicht auf den Kopf gefallen. Wir können uns noch alle gut erinnern, wer Herr Strasser ist. Was will er denn von dir? Das werde ich gleich erfahren, denke ich. Komm, wir stellen uns etwas mehr zusammen. Muss ja nicht jeder sehen, dass Coco hier telefoniert. Ja, Strasser hier. Hallo, Herr Strasser. Hier ist Coco. Sie hatten angerufen? Ach, Coco, danke für den prompten Rückruf, aber ich habe jetzt gerade gar keine Zeit, weil ich hier einen Mandanten sitzen habe. Könntet ihr heute Nachmittag ins Rathaus kommen? Geht das? Ja, ich denke schon. Heute Nachmittag ins Rathaus? Klappt das? Klar, geht. Ja, in Ordnung. Das wäre sehr schön, danke. Ich glaube, ich habe einen neuen Fall für die Alster-Detektive. Die Alster-Detektive sind am Rathaus angekommen. Unterwegs hatte sie Herr Strasser nochmal angerufen und gebeten, direkt zu den Postfächern zu kommen. Cool, dass uns der Polizist vor dem Haupteingang mittlerweile schon so gut kennt, dass er uns Hallo sagt. Wir waren ja nun schon ein paar Mal hier. Ich find's aber immer noch spannend, ins Rathaus zu kommen. Ob das Herrn Strasser genauso geht? Glaube ich nicht. Der hat da bestimmt keinen Kopf mehr für. Scheint ja auch heute wieder total beschäftigt zu sein, wenn er uns direkt zu den Postfächern bittet. Also ab nach links Richtung Parlament. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was er will. Hier sind die Postfächer. Und da ist auch Herr Strasser. Mit einem riesigen Stapel Umschläge in der Hand. Hallo, Herr Strasser! Ah, da seid ihr ja. Oh. Vorsicht! Och, das noch. Warten Sie, wir helfen Ihnen. Das ist nett von euch. Tja, wie ihr seht, quillt mein Postfach über. Da an deinem Schuh, Lukas. Danke. Sind das alles Liebesbriefe? Ja, schön wär's. Das sind Briefe von Menschen in meinem Wahlkreis, die mir dann mein Büro weiterleitet. Sie haben noch ein Büro? Ja, in meinem Wahlkreis. Dort habe ich zwei Mitarbeiter, die mir helfen, den Überblick zu behalten. Ohne sie wäre ich wirklich aufgeschmissen. Naja, ein Teil der Post wird mir dann hierher weitergeleitet. Bin ja eh ständig hier. Ausschüsse, Arbeitskreise und so weiter. Was schreiben die Leute Ihnen denn alles? Also, das ist mit der Grund, warum ich euch um Hilfe gebeten habe. In meinem Wahlkreis ist gerade die Hölle los, buchstäblich. Street Hell. Sagt euch das was? Street Hell. Street Hell, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, mir auch. Den Schriftzug sprayen Unbekannte derzeit überall in Barmbek und Eilbek. Sprayer? Ja, Leute, die mit Sprühdosen malen. Sie meinen taggen? Ja, das auch, aber in diesem Fall ist es noch etwas aufwendiger. Man würde das wohl als Graffiti bezeichnen. Das Wort Street Hell wird riesengroß in verschiedenen Farben und in 3D-Optik irgendwo hingesprüht. Auf Häuserwände, Garagentore und hauptsächlich auf Autos, direkt auf die Kühlerhaube oder auf die Dächer. Na klar, jetzt weiß ich auch, woher ich das kenne. Street Hell, das hat jemand an das Garagentor des Obst- und Gemüsehändlers in unserer Straße gesprüht. Stimmt. Ja, ich habe das auch schon gesehen, an der U-Bahn, glaube ich. Genau. Und ihr seid nicht die Einzigen. Die Menschen fühlen sich zu Recht belästigt. Es ist ja immerhin Sachbeschädigung, wenn da irgendeiner auf fremdem Eigentum rumsprüht. Ich dachte, Graffiti wäre erlaubt. Nein, nein, nicht einfach so. Die Stadt Hamburg stellt hier und da Flächen für Sprayer zur Verfügung, die Graffiti als Kunst verstehen. Es gibt da auch tolle Sachen. Aber das hier ist ein krimineller Akt von Unbekannten. Und vielen Menschen in meinem Wahlkreis reicht es. Kann denn die Polizei nichts unternehmen? Doch, die sind natürlich an dem Fall dran. Aber die Menschen wollen jetzt auch, dass die Politik handelt. Aber Gesetze helfen mir nicht weiter. Nur Augen auf und nicht hysterisch werden. Da habe ich gleich an euch gedacht. Und was sollen wir dabei tun? Also, ich habe mir überlegt, dass ihr euch vielleicht mal ein bisschen umhören könnt. Ihr seid viel unterwegs. Kennt jemanden, der wieder jemanden kennt, der vielleicht was gehört hat oder gesehen? Ich verstehe. Ein Undercover-Einsatz der Alster-Detektive? Wenn du es so nennen willst, ja. Das wäre mir in jedem Fall eine große Hilfe. Und ich weiß ja, dass ich euch vertrauen kann und ihr gewissenhaft an die Sache rangeht. Es wäre jedenfalls gut, wenn ich den Bürgern, die zu mir in die Sprechstunde kommen, bald irgendwelche Ergebnisse liefern könnte. Sie haben auch eine Sprechstunde? Wie ein Arzt? Ja, wenn du so willst.
Die Bürger haben mich ja gewählt, also muss ich auch zugänglich sein. Ich muss mitbekommen, was die Leute bewegt. Die Menschen nehmen natürlich in erster Linie wahr, was ich hier im Plenum von mir gebe oder wenn mal ein Bild von mir in der Zeitung ist. Sie haben doch aber noch einen Beruf, oder? Ja, ich bin Anwalt. Viele Abgeordnete haben noch ordentliche Berufe, wie wir sagen. Deshalb beginnen die Sitzungen hier meist erst um 17 Uhr. Und das kann spät werden. Wie findet Ihre Familie das denn, wenn Sie immer so spät nach Hause kommen, meine ich? Tja, es ist nicht immer leicht, aber meine Frau hat Verständnis dafür. Gott sei Dank komme ich ja auch nicht jeden Tag so spät nach Hause. Und meine Söhne sind schon stolz auf mich, dass ich hier im Rathaus was für uns alle bewege. Das freut mich natürlich auch. Also gut, Herr Strasser, wir hören uns mal um. Vielleicht finden wir heraus, wer sich hinter den Streetal-Graffiti verbirgt. Und dann tauschen wir die Farbdosen gegen Sprühsahne aus. Wie ich dich kenne, würdest du dann wahrscheinlich die Wände ablecken. Das ist ja wohl keine Sachbeschädigung, oder? Nein, nicht, dass ich wüsste. Also, vielen Dank, ihr vier. Meldet euch, wenn ihr etwas herausgefunden habt, okay? Am nächsten Tag nach der Schule treffen sich die Kinder wieder bei mir auf dem Hausboot, das sie zu ihrer Zentrale ernannt haben. Das gefällt mir sehr gut. So ist wenigstens immer was los bei mir. Ich versorge alle mit reichlich Franzbrötchen, aber bin mir unsicher, ob sie auch wirklich satt geworden sind. Wollt ihr auch noch Kekse, Kinder? Coco, hol doch mal die Schachtel aus dem Schrank, ja? Aber wir haben doch schon jede Menge Franzbrötchen gegessen, Opa Jost. Willst du uns mästen? Ja, Marek scheint jedenfalls noch nicht satt zu sein. Doch, sagt schon. Aber schmeckt einfach zu gut. Das glaube ich. Den hat Frieda gebacken. Die kommt mich ab und zu besuchen. Und wir essen die jetzt alles weg. Oder besser, Marek tut das. Pah, als ob ich hier als Einziger essen würde. Könnten wir uns jetzt mal wieder wichtigeren Themen zuwenden? Diesem Graffiti-Geschmiere zum Beispiel. Hey, so kannst du das aber auch nicht sagen. Was kann ich wie nicht sagen? Graffiti ist ja nicht unbedingt Geschmiere. Das kann auch ganz große Kunst sein. Kunst? Na, ich weiß nicht. Doch, doch. Es gibt auch ganz bekannte, anerkannte Graffiti-Künstler. Zum Beispiel Scene oder Richard Hamilton aus New York. Oder dieser Schweizer, den Negeli, der Sprayer von Zürich. Wow, woher weißt du denn das alles? Meine Cousine hat Kunst studiert, unter anderem auch in New York. Die kennt sich da aus. Naja, aber diese Street-Hell-Dinger würde sicher auch deine Cousine nicht als Kunst bezeichnen. Sieh mal hier. Deine Kamera? Hast du Fotos gemacht, Marek? Ja, auf dem Weg zur Schule und später hierher bin ich ein paar Umwege gefahren und habe mal nach diesen Graffitis gesucht. Ein paar konnte ich knipsen. Zeig her! Mann, mitten auf der Kühlerhaube. Hier auf einer Parkbank. Und hier wieder ein Auto. Aber du hast recht, Marek, ich finde die auch nicht so toll. Also von so einem berühmten Künstler, wie Johanna meinte, sind die sicher nicht. Sagt euch Streetal eigentlich irgendwas? Was heißt denn das übersetzt? Straßenhölle? Ist das richtig? Ja, genau. Aber mir sagt das erstmal nichts. Dann suchen wir doch mal. Ich habe meinen Laptop mitgebracht. Super Idee. Vielleicht findet sich ja was. Mensch, Marek, jetzt hör doch mal endlich auf zu essen. Bin ja schon fertig. Mit Computern und Internet kenne ich mich ja nun nicht aus. Aber meine Enkelin umso besser. Während ich noch in der Küche werkele, sind sie und ihre Freunde damit beschäftigt, bei irgendeinem Google etwas zu suchen. Aber viel Erfolg haben sie damit anscheinend nicht. Nee, Leute, das bringt uns hier echt nicht weiter. Nein, sieht nicht so aus. Streetal hat es jedenfalls noch nicht ins Internet geschafft. Und jetzt? Sag mal, Coco, kennt dein Bruder nicht ein paar Leute aus der Szene? Konstantin? Wie, wegen seiner Musik? Ja klar, so als Hip-Hopper. Die haben doch mit der Graffiti-Szene auch was zu tun, oder? Hängt das nicht irgendwie zusammen? Ja, super Idee, Lukas. Wir fragen Konstantin mal. Vielleicht kennt er ja wen, der auch sprayt und der kennt dann vielleicht diese Streetal-Typen. Da ist aber jemand sehr begeistert, einen Grund zu haben, mit dem lieben Conny zu reden, nicht wahr, Johanna? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Leugnen ist zwecklos. Du wirst ja schon rot, wenn du nur an ihn denkst. Boah, davon will ich gar nichts hören. Ihr Blödmänner. Aber ihr habt recht, wäre schon möglich, dass er solche Typen kennt. Er probt jetzt gerade mit seiner Band im Bunker, soweit ich weiß. Kommst du mit, Johanna? Ja, klar. Ich meine, klar begleite ich dich, Coco. Tschüss, Opa. Viel Glück, ihr zwei.
Und lieber noch mal die Frisur richten, Johanna. Dem guten Conny soll doch gefallen, was er sieht. Hey, sie hat dir die Zunge rausgestreckt. Mädchen. So, und was machen wir in der Zeit? Wir müssen doch irgendwas herausbekommen. Also zu meiner Zeit wäre man einfach auf die Straße gegangen. Auf die Straße? Du meinst eine Demo? Ach, eine Demonstration? Nein, nein. Ich meine, man hätte mit den Leuten im Viertel gesprochen, sie gebeten, die Augen offen zu halten und gefragt, ob sie vielleicht mal etwas Verdächtiges beobachtet haben. Aber früher haben die Leute ja auch noch direkt miteinander gesprochen und nicht nur vor ihrem Computer gesessen. Hey, das ist doch aber eine gute Idee. Warum sollen wir alleine nach den Sprayern suchen? Da müssen alle mitmachen. Und wie willst du das hinkriegen? Pass auf, wir richten bei TeensVZ eine Gruppe ein und alle registrierten User hier aus der Gegend können sich da anmelden und Bescheid sagen, wenn sie was mitbekommen. Ja, das könnte klappen. Hey, klasse Idee, Mann. TeensVZ? Was ist das denn nun wieder? Ach, Kinnings, ihr macht mich noch ganz dun im Kopf. Keine Sorge, Opa Joost. Das erklären wir dir schon. Yo, yo, ich will eure Hände sehen. Will mich unmissverständlich verständigen. Rap ist mein Sprachrohr, ihr kennt es denn. Dafür brauch ich nur ein Mic und kein Handyman. Coco, was machst du denn hier? 5 Minuten Pause, Kevin. Yo. Hey, großer Bruder. Ach. Hey, Konstantin. Das war wirklich cool. Tag, Johanna. Danke. Ja, so richtig zufrieden bin ich noch nicht. Also nicht dafür, dass wir morgen einen Auftritt haben. Echt? Ja, beim Hip-Hop-Gym an den Landungsbrücken. Nix Trash spielt da als eine von 8 Bands. Und die Zuschauer können ihre Favoriten voten. Der Gewinner kriegt Equipment und Instrumente gesponsert. Von einem Musikladen auf St. Pauli. Das packt ihr doch locker. Nicht, wenn der Kollege hier weiterhin so viele Texthänger hat. Ach. Aber ich dachte, ihr heißt X-Trash. Das war mal. Aber die Band gibt's schon und wenn wir später mal reich und berühmt sind, haben wir garantiert keinen Bock auf Markenstreitereien. Berühmt, reich? Ist schon klar. Mensch, Kevin, deine Backe ist ja nach der Kampfhundattacke super verheilt. Ach, ist eine kleine Narbe zu sehen. Aber das finde ich cool. Passt ja auch zu unserer Musik. Wieso? Wir machen doch keinen Gangster-Rap. Ja, aber das macht mich härter. Das gefällt mir. Ja, ja, du bist ein ganz harter. Willst du eine Cola, Johanna? Oh, ja, danke. Bitte. Ach ja, und mir bietest du keine an. Du weißt ja, wo sie stehen. Also, Schwesterlein, dann schieß mal los. Eure Anwesenheit in unserem gemütlichen Bunker hat doch einen Grund. Ja, hat sie. Also, die Allzeitdetektive haben einen neuen Fall. Wir versuchen herauszufinden, welche Sprayer hinter den Streetwear-Graffiti stecken, die überall zu sehen sind. Die sind überall, vor allem aber auf Autos. Ja, die habe ich auch schon gesehen. Ziemlich uncool, dass diese Spacken auch auf Autos sprühen. Einem Kumpel von mir haben sie seinen neuen Wagen versaut, den er gerade zum Führerschein geschenkt bekommen hatte. Streetwear? Ja, stimmt. So eins ist auch bei mir an der Bushaltestelle. Nicht besonders originell, das Teil. Und was wollt ihr denn hier? Glaubt ihr nur, weil wir Hip-Hop machen, kennen wir solche Typen? Nein, natürlich nicht. Aber vielleicht kennt ihr ja ein paar Leute, die sich in der Szene auskennen. Filippo, bleib hier! Ach, cool, eine Ratte. So eine wollte ich auch schon immer haben. Echt? Ja, aber dann wäre meine Mom ausgerastet. Die hätte es nie mit einer Ratte in einer Wohnung ausgehalten. Den Zoff habe ich mir gespart. Was ist denn jetzt, Konstantin? Kennst du jemanden? Ich persönlich kenne in der Szene niemanden. Aber ich kenne jemanden, der ein paar Leute kennt. An wen denkst du denn? An Toxen. Ach, stimmt. Der war früher mal aktiv. Kennt noch ein paar Leute. Vielleicht kann der euch weiterhelfen. Okay, klingt gut. Und wie kommen wir an diesen Toxen ran? Zum Beispiel morgen auf dem Konzert. Da kommt er auf jeden Fall. Wenn du nicht ganz so peinlich bist, kannst du ihn da anquatschen. Keine Sorge, großer Bruder. Ich werde dich nicht blamieren. Ja, das hoffe ich. Wenn du willst, kannst du auch kommen, Johanna. Echt? Ich, ja. Ja, danke. Cool. Ja, auf dem Flyer steht die Adresse und das Line-up. Wir sind so gegen 17 Uhr dran. Kostet keinen Eintritt. Okay, wir kommen. Danke. Also dann prompt noch mal schön. Machen wir. Okay, Digga, los geht's. Alles klar. Tschüss, bis morgen. Ach, und Johanna? Ja? Die Ratte lässt du aber zu Hause, okay? Es ist schon reichlich spät geworden, als Marek und Lukas endlich mit ihrer Gruppe bei diesem TeensVZ zufrieden sind. Dann haben sie mir alles ausführlich erklärt und mir gezeigt, was man dort noch so alles machen und sehen kann.
Und ich muss sagen, ich bin sehr fasziniert. Vielleicht mache ich auf meine alten Tage doch noch einen Computerkurs. Jetzt sind die beiden Jungs jedenfalls auf dem Heimweg. Ich bin echt mal gespannt, ob da was rauskommt. Also ich habe jedenfalls wirklich jeden, den ich kenne, in die Group eingeladen. Das wird schon. Wenn die Leute mal mit offenen Augen durch die Gegend laufen, irgendwem wird schon was auffallen. Sag mal, was meinst du? Ist Johanna eigentlich echt verknallt in Kokos Bruder? Keine Ahnung, wieso? Die scheint es ja sehr zu interessieren, wen unsere Johanna gut findet. Hintergedanken? Nö, wieso denn? Ich frag doch bloß. Naja, aber du, warte mal. Was ist denn? Warum hältst du an? Hör doch mal. Eine Katze. Ja und? Nee, das meine ich nicht. Sei still. Hörst du es jetzt? Warte, das ist... Ja, eine Spraydose. Komm mit, das muss da vorne um die Ecke sein. Komm, wir steigen lieber ab, sonst hört uns der Sprayer noch. Okay. Mensch, Lukas. Wäre das krass, wenn das jetzt wirklich der Streeter-Typ wäre. Das wäre echt zu viel Glück, oder? Da vorne, da, an dem VW-Bus. Tatsächlich. So reicht jetzt, oder? Warte, hier noch. Komm, jetzt ist gut mit dem Kunstwerk. Es sind zwei Typen. Komm, Lukas, geh heran. Ich will ein Foto von denen machen. Aua! Leise, verdammt! Hey, da sind welche. Los, abhauen! Lukas, die hauen ab! Los, hinterher! Ja, ich komm schon. Die kriegen wir. Was war das denn eben? Ich bin mit meinem Rad an der verdammten Laterne dahin geblieben. Toller Detektiv, echt. Oh nein, die haben Mopeds. Komm, die kriegen wir. Wenigstens die Kennzeichen. Schneller, Marek. Ich versuch's ja. Ach verdammt, die sind so schnell. Marek! Halt an, das bringt doch nichts! Scheiße, Mann, das war so knapp. Hast du was erkennen können? Nee, kein Kennzeichen, nix. Die waren zu weit weg. Mist. Und ich hab nur zwei dunkle Kapuzenpullis gesehen. Das war's also mit der Täterbeschreibung. Komm, lass uns nochmal zurück zu dem Bus fahren. Ja, okay. Ach Mensch, ich hab noch nicht mal erkannt, was das für Maschinen waren. Da ist der Bus. Tatsächlich, da steht's. Street Hell. Na, aber immerhin. Es waren auf jeden Fall die richtigen Sprayer. Am nächsten Tag treffen sich die Alster-Detektive nochmal mit Herrn Strasser im Rathaus. Eigentlich hat er keine Zeit, denn es läuft gerade eine Sitzung im Plenarsaal. Aber Herr Strasser nimmt die Kinder einfach mit. Die Sitzung ist öffentlich und jeder, der möchte, kann zuhören. Die Sitzung läuft schon eine Weile, aber das macht nichts. Setzt euch einfach hier auf die Besucherplätze. Müssen Sie nicht gleich eine Rede halten? Ja, aber das hat noch ein bisschen Zeit. In einer Plenarsitzung geht es immer um verschiedene Themen. Ich spreche nachher zum Thema Jugendkriminalität. Vorher geht es noch um die Hafenerweiterung und um Hilfe für Arbeitssuchende. Da kommt also ganz schön was zusammen. Worum geht's denn gerade? Die Kollegin spricht gerade zum Thema Schuluniformen. Es gibt Überlegungen, sie hier in Hamburg einzuführen. Dann hätte Johanna ein echtes Problem. Wieso denn? Naja, ich glaube kaum, dass es ein Modell mit Piercings gibt oder einer so bunten Farbzusammenstellung. Du bist ja nur neidisch. Du kannst gerne Vorschläge machen, Marek, wenn du Ideen zur Gestaltung der Uniformen hast. Aber es ist ja auch noch gar nicht sicher, dass das durchkommt. Bisher ist es nur ein Vorschlag, der jetzt von den verschiedenen Fraktionen diskutiert wird. Das interessiert Sie wohl nicht so wirklich, oder? Doch, 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 Lukas. Ich habe letzte Nacht nur sehr wenig geschlafen und schuld daran sind unsere Street-Hell-Freunde. Hat man Ihnen etwa auch das Auto vollgesprüht? Nein, Gott sei Dank nicht, aber gestern Abend war meine Bürgersprechstunde und eigentlich ging es wieder mal nur um die Graffiti. Es waren jede Menge Leute da und sie werden wirklich langsam ungeduldig. Haben Sie denen nicht gesagt, dass sie sich darum kümmern? Doch, natürlich. Aber die Leute halten das gerne mal für die berühmten leeren Versprechungen der Politiker, die man uns immer vorwirft. Ein paar Anwohner haben jetzt schon damit gedroht, eine Bürgerwehr zu gründen. Eine Bürgerwehr? Ja, die wollen sich selbst auf die Lauer legen und die Sprayer schnappen. Das kann ich natürlich nicht befürworten. Tja, und ihr beiden habt die Sprayer gestern zufällig gesehen. Ja, sind aber abgehauen. Außerdem war es stockdunkel und wir hatten keine Chance, sie zu verfolgen. Ja, das ist auch gut so. Ich möchte nicht, dass ihr euch unnötig in Gefahr begebt.
Ich habe sowieso schon ein schlechtes Gewissen, dass ich euch gefragt habe, mir zu helfen. Ach was, Herr Strasser. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir machen das gerne und wir passen auf. Habt ihr denn sonst noch etwas herausfinden können? Johanna und ich gehen morgen auf ein Konzert an den Landungsbrücken und sprechen mit so einem Typen aus der Szene. Mal sehen, ob der was weiß. Gut. Also in der Teens-VZ-Gruppe gab es noch keine Antwort auf meine Nachfrage. Aber das checke ich nachher nochmal. Die Schüler sind ja jetzt nicht permanent online. Man muss ihnen ein bisschen Zeit geben. Na klar. Gibt es eigentlich was Neues von der Polizei? Du, Marek, ganz ehrlich, dazu bin ich gestern nicht mehr gekommen. Ich hatte so viel um die Ohren, dass ich da gerade nicht auf dem neuesten Stand der Ermittlung bin. Ich schlage vor, dass wir mal bei Kommissar Bredeke nachfragen. Der kann uns bestimmt was sagen. Gute Idee, Lukas. Ist gut, macht das. Klaus kann euch bestimmt weiterhelfen. Sagt ihm einen schönen Gruß von mir. So, also ich brauche jetzt einen Kaffee. Möchtet ihr auch irgendwas? Nein, danke. Wir gehen jetzt am besten gleich zu Herrn Bredeke. Gut, ihr kennt ja den Weg zum Ausgang. Ja, tschüss. Johanna? Johanna? Hm? Wir gehen. Ach so, ja. Ich habe gerade der Abgeordneten zugehört. Und? War es interessant? Ja, schon. Aber ich hoffe nicht, dass der Vorschlag mit den Schuluniformen angenommen wird. Ja? Chef, Entschuldigung, hier sind vier Jugendliche, die wollen zu Ihnen. Die behaupten, Sie zu kennen. Hallo, Herr Kommissar. Ah, Sie an, die Herren und Damen Nachwuchsdetektive. Ist es dringend? Ja, auf jeden Fall. Eigentlich wollte ich gerade Feierabend machen. Jetzt schon? Ja, jetzt schon. Na, kommt schon rein. Danke, Steffens. Jo, in Ordnung. Los, rein mit euch. Hier, setzt euch. Danke, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Ja, ja, schon gut. Also, was habt ihr auf dem Herzen? Also. Und bitte die Kurzfassung. Sagt Ihnen Streethall etwas? Ihr meint die Graffiti? Genau. Ja, das habe ich mitbekommen. Ist ja auch nicht zu übersehen, nicht wahr? Schönen Gruß auch von Herrn Strasser. Der hat uns darauf aufmerksam gemacht. Die Leute rennen ihm wohl die Bude ein bei seiner, Bürgersprechstunde. Ja, das kann ich mir vorstellen. Der arme Jörg. Und Marek und ich haben die Typen sogar gesehen. Ach, tatsächlich? Ja, aber das bringt uns nicht weiter. Wir haben nur im Halbdunkeln zwei laufende Kapuzenpullis gesehen und zwei Motorräder, die wir nie im Leben identifizieren können. Schade, Jungs. Das wäre doch mal eine hübsche Spur. Nun ja, aber für diesen Schmierkram bin ich sowieso nicht zuständig, Kinder. Nein? Oh, schade. Was heißt für diesen? Für welchen wären Sie denn zuständig? Also das LKA würde sich damit befassen, wenn zum Beispiel bestimmte Symbole wie das unsägliche Hakenkreuz gesprüht werden. Wenn es einen politischen Hintergrund gäbe, versteht ihr? Aber bei diesen Hip-Hop-Tags handelt es sich letztlich nur um Sachbeschädigung. Und wer ist dann dafür zuständig? Das jeweilige Polizeikommissariat vor Ort. Doof, dann können sie uns ja gar nicht helfen. Tja, naja, vielleicht doch. Warte mal, wo ist denn die Nummer? Ah, genau. Wen wollen Sie denn anrufen? Rein zufällig kenne ich einen der ermittelnden Beamten ganz gut. Er heißt Kai Wolters, mit dem war ich auf der Polizeischule. Moment, ihr könnt mithören. Ja, Wolters? Kai, du alter Sittich. Hier ist Klaus. Klaus. Na, ist mal wieder langweilig bei euch beim LKA? Hast du alle deine Büroklammern gezählt und willst jetzt wissen, wie es bei Leuten läuft, die wirklich arbeiten? Hey, hey, immer sagt er, ja? Wenn ihr mal einen Ladendieb am Tag ins Revier schleppt, dann beantragt ihr doch eine Woche Sonderurlaub. Brüche klopfen läuft jedenfalls noch eins, arbeitet ihr was? Ja, man tut, was man kann. Pass auf, Kai, weswegen ich anrufe. Ich habe hier ein paar junge Freunde bei mir. Die haben ein Anliegen. Kommissar Bredeke schildert seinem Kollegen, weshalb die Alster-Detektive ihn aufgesucht hatten. Er betont auch, welche Fälle die vier schon gelöst hatten und dass sie allesamt sein vollstes Vertrauen besitzen. Das macht Coco, Marek, Johanna und Lukas schon ein bisschen stolz. Na, das klingt ja, als sollte man die vier vom Fleck weg adoptieren. Nicht nötig, Herr Wolters. Wir sind mit unseren Erziehungsberechtigten ganz zufrieden. Na, dann ist ja gut. Also, Klaus? Ja? Dann machen wir es so. Wenn wir neue Erkenntnisse bezüglich der Graffiti haben, werden deine jungen Freunde verständigt. Okay? Ist das okay für euch? Sehr okay. Prima. Danke. Trifft auf Zustimmung, Kai. Also... Dann danke ich dir erstmal. Immer gern, Kläuschen.
So, aus mit euch, ihr Bande. Okay, wir gehen ja schon. Vielen Dank. Ja, ja, schon in Ordnung. Los, raus jetzt. Trash sind der Hammer. Ja, das kann er richtig gut. Muss mal mein Bruderherz lassen. Mir ist auch gar nicht mehr kalt. Du bist ja auch gehüpft wie ein Flummi. Da, am Seiteneingang der Bühne ist Konstantin. Hey! Wir sollen rüberkommen. Kommt her, einfach hier rein. Na? Tag, Schwesterherz. Hey, Johanna. Hey, Konstantin, Warner. Oh. Hey. Oh. Hi. Hier sind zwei Backstage-Pässe. Einfach um. Damit gibt's keine Probleme. Kommt mit. Toxin ist auch schon da. Die gehören zu mir. Schon okay. Geht klar. Ich bin beeindruckt, Bruder. Habt ihr etwa eine eigene Garderobe? Nee, keine eigene. Aber die andere Band ist gerade auf der Bühne. Das ist also kein Problem. Achtung, Ladies in the house. Oh. Kevin, zieh dein T-Shirt über. Oh, Hi, Coco. Hi, Johanna. Kein Problem. Hallo. Coco, das ist Toxin. Tag. Hi, Johanna, hallo. Hey, und ihr mögt Hip-Hop, ja? Normalerweise nicht so, aber Nix Trash finde ich gut. Gute Antwort. Mir ist das alles ein bisschen zu einseitig, aber manche Sachen sind ganz nett. Meine kleine Schwester, sie weiß es nicht besser. Hey, pass auf deine Schwester lasse ich nichts kommen. Danke, Kevin. So, und ihr seid auf der Suche nach Sprayern, ja? Ja, mein Bruder sagt, du kennst dich da aus? Naja, früher war ich mal aktiv, aber irgendwann wurde mir das zu dumm. Nachts heimlich irgendwelche Wände anzusprühen und dann vor den Bullen wegzurennen. Das ist doch einfach kindisch. Aber du machst doch auch was mit Graffiti, oder? Toxin ist ein echter Künstler, kann man nicht anders sagen. Naja, ich entwerfe Plattencover für Bands. Und viele der Hip-Hop-Szene wollen da Graffiti-Motive haben. Er macht auch das Cover für unser Debütalbum. Wenn es irgendwann mal fertig wird, ja. Toxin, kennst du denn den Streetwear-Schriftzug? Kennen ist gut. Das Teil klebt an jeder Hausecke und an jeder Karre. Ist nicht zu übersehen. Hast du eine Idee, wer dahinter stecken könnte? Ganz ehrlich? Nee. Also die Leute, die ich kenne, sind bessere Sprayer. Und dieses Street-Hell-Ding sieht mir eher nach irgendwelchen Kindern aus, die sich wichtig machen wollen. Meinst du? Obwohl sie überall in der Stadt auftauchen? Warum nicht? Ich glaube, denen ist einfach langweilig. Haben keine anderen Hobbys, was weiß ich. Was wollt ihr denn von denen? Wir helfen einem Freund, der mit dem Street-Hell-Graffiti richtig Ärger hat. Verstehe. Nee. Tut mir wirklich leid, aber das ist nicht meine Baustelle. Schade. Ah, sorry. Aber hier meine Karte. Wenn ihr mal einen Grafiker braucht oder so. Danke. Stimmt, du kannst vielleicht mal ein Logo für die Alster-Detektive entwerfen. Alster-Detektive? Was ist das denn? Wir sind Detektive. Okay, das reicht, glaube ich mal. Wir müssen gleich nochmal zur Abstimmung auf die Bühne. Ja, ja, wir gehen ja schon. Tschüss, Jungs. Und danke nochmal. Tschüss, die Damen. Tschö. Ciao. Tut mir leid, dass ihr umsonst hier wart. Schon okay. Das war doch nicht umsonst. Danke für die Einladung nochmal. Kein Thema. Jederzeit. Also, wir drücken euch die Daumen für das Voting. Danke. Macht's gut. Am nächsten Tag sind wieder mal alle bei mir auf dem Hausboot versammelt. Das heißt, zuerst sind nur Coco und Johanna mit Johannas Vater da. Herr Nolde ist nämlich nicht nur ein guter Koch, sondern auch ein begabter Handwerker. Und er hatte angeboten, mir beim Verlegen einiger Kabel zu helfen. Mein Boot soll noch ein paar zusätzliche Steckdosen bekommen. Ohne Strom läuft eben gar nichts mehr heutzutage. So. Die hätten wir schon mal, Opa Jost. Wo soll denn die nächste hin? Tja, also wenn es geht, hier hinter die Kommode. Geht das mit den Leitungen? Ach, bestimmt. Ich sehe mir das mal an. Moin, Opa Jost. Moin, Herr Neude, Sie auch hier. Hallo. Marek, guten Tag. Was bringst du denn da an? Coco, nimmst du mir das mal bitte ab? Okay, warte. Ein Tablett? Ja, also ich habe mit meiner Mutter zusammen Schnittchen geschmiert. Sie fand auch, dass wir nicht immer die Vorräte von Opa Jost auffuttern können. Wow, Spitzenidee. Ja,
Da greife ich doch mal direkt zu. Dankeschön, Marek. Das wäre aber nicht nötig gewesen. Doch, doch, das passt schon so. Hey, und ihr habt also nichts erreicht bei diesen Toxen? Nein, das habe ich dir doch schon am Telefon gesagt. Doof. Ich hätte echt gedacht, dieser Typ könnte uns weiterbringen. Wo ist denn eigentlich Lukas? Keine Ahnung. Der kommt später. Er hat noch was zu tun. Feine Schnittchen, Marek. Großes Lob vom Küchenchef. Danke. Kannst du mir mal eben helfen, die Kommode ein Stück vorzurücken? Ja, klar. Okay. Und anheben. Reicht das? Ja, jetzt müsste es gehen. Danke. Lukas! Hey, Leute. Hallo, Opa Just. Tag, Herr Nolde. Hey, wo warst du denn so lange? Ich war noch online beschäftigt. Stellt euch vor, es gibt Neues in unserer Teens-VZ-Gruppe. Was, echt? Erzähl schon. Also, da hat sich ein Typ gemeldet, ein Lars. Der geht in St. Georg auf die Schule. Jedenfalls hat er erzählt, dass er den Schriftzug kennt, und zwar von einer LAN-Party. Hä? Da treffen sich lauter Zocker und spielen mit ihren Computern gegeneinander. Ach so, doch. Hab ich schon mal gehört. Ich habe diesen Lars gleich mal angechattet. Er hat erzählt, unter diesem Namen Street Hell seien drei Jungs angetreten bei der LAN. Und sie wären auch ziemlich weit gekommen. Keine Details dazu, bitte. Nein, nein. Also jedenfalls wohnt einer davon bei diesem Lars in der Nachbarschaft und heißt Björn Henze. Ich habe die Adresse. Toll, echt spitze. Ich meine, das ist zwar alles noch kein Beweis. Aber immerhin ein Hinweis. Ich denke, damit ist die Aufgabe für das restliche Wochenende klar, oder? Diesen Björn Henze beschatten. Wann gehen wir? Jetzt gleich? Naja, wir könnten... Moment, mein Handy. Wer ist das denn jetzt? Die Nummer kenne ich nicht. Jetzt geh schon ran, Coco. Ja, hallo? Hallo? Spreche ich da mit Coco? Ja, genau. Hier ist Kommissar Wolters. Klaus, also ich meine Kommissar Bredeke, hat mir deine Nummer gegeben. Herr Kommissar, das ist ja nett, dass Sie sich melden. Bredeke? Nein, dieser Wolters. Sie haben also Neuigkeiten für uns? Allerdings. Es gibt eine neue Meldung über Sachbeschädigung von diesem Street-Hell-Graffiti. Diesmal sogar in größerem Stil. Wirklich? Wo denn? Ein Gebrauchtwagenhändler. Bei ihm sind wohl gleich mehrere Fahrzeuge betroffen. Ich werde jetzt gleich mal hinfahren. Oh, könnten Sie uns vielleicht... Die Adresse geben? Ja, ja, deswegen rufe ich doch an. Ich dachte, ihr wollt sicher live vor Ort sein, nicht wahr? Auf jeden Fall. Freunde, es gibt was zu tun für die Alster-Detektive. Toll! Endlich! Wo sollen wir hin? Okay, pass auf. Die Firma heißt Röhrmeier. Ich gebe dir mal eben die Adresse durch. Hier ist schon die Dama-Tweete. Gleich sollte er kommen. Da, der Gebrauchtwagenhandel. Komm, wir fahren auf den Hof. Das Tor steht auf. Hey, stehen bleiben! Hey, da kommt ein Wachmann. Stehen bleiben, hab ich gesagt! Wir laufen doch gar nicht weg. Ach, jetzt hab ich euch. Jetzt ist der Spaß vorbei. Was macht der denn? Der hält Marek an den Beinen fest. Verdammter Sprayerpack! Punkt 1, wir sind nicht die Sprayer. Und Punkt 2, würden Sie bitte aufhören, meine Beine zu umklammern? Das könnte euch so passen. Nein, ganz ehrlich, das ist ein Missverständnis. Wir arbeiten mit der Polizei zusammen. Das ist ja wohl die dümmste Ausrede, die ich je gehört habe. Seit wann arbeitet die Polizei denn mit Kindern zusammen? Nein, 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 nein. Ihr seid die Sprayer und ich hab euch. Ihre Hose ist eingerissen. Was? Ach da. Das ist jetzt nicht so wichtig. Ihr bleibt jetzt hier, bis die Polizei kommt. Oh Mann. Gut, wenn Sie es so wollen. Ja, so will ich es. Und du bleibst stehen. Ja, ja. Ich möchte nur mal meine Hose hochziehen. Sie zerren ganz schön an mir rum. So. Die Polizei. Jetzt hat sich's ausgesprüht. Ah, ihr müsst die Alster-Detektive sein. Ja, das stimmt. Guten Tag, ich bin Kommissar Wolters. Guten Tag, ich bin Coco. Das sind Lukas, Marek und Johanna. Hallo. Guten Tag. Und wer sind Sie? Und warum kauern Sie da auf dem Boden und halten die Beine des Jungen fest? Stiegler, Herr Kommissar. Karl-Heinz Stiegler. Stehen Sie doch bitte mal auf. Das ist doch lächerlich. Was gibt's da zu lachen? Also, Stiegler, ich bin hier der Wachmann auf dem Gelände. Und das hier sind die Sprayer. Nein, das sind sie nicht, Herr Stiegler. Die Kinder sind uns dabei behilflich, die Sprayer zu stellen. Das haben wir auch versucht, ihm klarzumachen. Bisschen übereifrig, wie? Oh,
Naja, das kann ja mal passieren. Eine Entschuldigung wäre angebracht, Herr Stiegler. Entschuldigung, deine Hose ist okay? Ja, ja, nichts passiert. Aber Ihre Hose ist hinüber. Ja, die Uniform ist etwas dünner am Hintern. Das stofft meine Frau. Also, Herr Kommissar, die Autos da hinten... Ja, ich sehe es. Meine Kollegen sind schon dabei, den Schaden aufzunehmen. Wie viele Wagen sind beschmiert? 15, Herr Kommissar. Es wird teuer. Wann haben Sie denn den Schaden entdeckt? Vorhin, als ich meine Runde gemacht habe. Die Stolche müssen heute Nacht auf dem Gelände gewesen sein. Wieso haben Sie es denn nicht gleich heute Morgen bemerkt? Machen Sie keine Runde am Morgen? Doch, normalerweise schon. Aber heute Morgen war ich etwas krank. Gestern Abend war Vereinsfeier bei uns im Schützenverein. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Halten Sie sich doch bitte etwas im Hintergrund, Herr Stiegler. Wir kommen dann auf Sie zu, wenn wir noch Fragen haben. Ja, ja, gut. Tja, Street Hell. Der gleiche Schriftzug. Wie schaffen die das nur in so kurzer Zeit? Naja, wenn sie keiner bemerkt, dann haben sie ja die ganze Nacht Zeit. Theoretisch. Und zu dritt oder zu viert kann man schon ein ganz schönes Pensum schaffen. Prediger hat mir erzählt, dass ihr euch umhört. Habt ihr denn noch etwas herausgefunden? Ja, wir haben bei Teens VZ eine Gruppe... Ja, wir forschen da gerade in eine bestimmte Richtung, aber es ist noch zu früh, um etwas zu sagen. Verstehe. Na gut, gebt mir Bescheid, so wie ihr neue Erkenntnisse habt, okay? Tja, und wenn ihr wollt, könnt ihr euch jetzt noch ein bisschen hier umsehen. Ja, machen wir, danke. Bis dann. Ich bin bei meinen Kollegen. Was war das denn eben? Es ist wirklich noch zu früh. Und auch den Namen Björn Henze können wir erst ins Spiel bringen, wenn wir uns wirklich sicher sind. Ja, stimmt schon. Also sehen wir uns mal auf dem Gelände hier um. Ihr könnt euch ja mal bei den Autos umschauen und ich gehe mal an der Mauer lang. Okay. Street Hell, langsam kann ich dieses Wort nicht mehr sehen, echt. Guckt mal hier. Bei diesem Wagen haben sie es über die komplette Motorhaube und dann nochmal über den Kofferraum gesprüht. Wirklich ein riesiger Schaden für den Gebrauchtwagenhändler. Hey, geht mal nicht so nah an die Autos ran. Nicht, dass ihr noch was kaputt macht. Oh Mann, dieser Dicke geht mir langsam echt auf die Nerven. Ja, ja, wir fassen schon nichts an. Herr Strasser, tut mir leid. Wenn das hier bekannt wird, kann er sich wieder anhören, dass er zu wenig tut. Ja, seinen Job will ich gerade auch nicht haben. Leute, seht mal. Lukas, was denn? Das hier habe ich in einem Mülleimer gefunden. Eine Plastiktüte. Ja, aber der Inhalt ist interessant. Boah, Spraydosen. Wie viele sind das? 8, alle leer. Ja, stimmt. Wo hast du die gefunden? In dem Mülleimer direkt hier an der Außenmauer. Das sind genau die Farben, die auch in den Street-Hell-Graffiti verwendet werden. Hier, Metallic Blau, Gelb, dieses Rot. Und seht mal hier, an der gelben Flasche klebt ein Preisschild. Puh, ganz schön teuer. Das meine ich nicht. Sieh mal genauer hin. Da steht der Laden, in dem die Dosen gekauft wurden. Lackhaus. Das kenne ich. Das ist an der Wandsbeker Chaussee. Das ist eine Spur. Super, Lukas. Hey, was habt ihr da? Gehört das euch? Oh Mann, Herr Stiegler. Das müssen wir wirklich nicht mit Ihnen besprechen. Also, das ist ja... So einen Ton verbitte ich mir. So, und jetzt gib mir die Tüte. Moment hey, mal. Geben Sie uns die Tüte wieder. Ich habe hier die Oberaufsicht und deswegen werde ich das jetzt weiter untersuchen. Was ist denn hier los, Herr Stiegler? Die haben... Hier, Tüte. Lukas hat eine Tüte gefunden. Mit Spraydosen. Es sind die gleichen Farben wie bei dem Schriftzug. Wo hast du die Tüte gefunden? In dem Mülleimer, hier direkt vor der Mauer. Das waren diese Sprüher. Die gehört denen. Herr Stiegler, danke. Sie können jetzt nach Hause gehen. Wir rufen Sie an, wenn noch was ist. Und ihr geht jetzt bitte auch. Ich nehme die Dosen an mich und wir werden das auf der Wache untersuchen. Aber Herr Wolters, wir haben da noch... Nein, jetzt bitte nicht. Wir reden dann später wieder, ja? Also danke nochmal und tschüss. Dubinsky, nehmen Sie das mit auf die Wache. Ihr müsst auch gehen. Oh Mann. Komm, Marek, beachte den gar nicht. Wir gehen. Wolters war ja richtig ätzend gerade. Ach, dem wurde das alles zu stressig. Vor allem mit der dicken Nervbacke. Hier, der Mülleimer war's. Ja, ja. Leute, was machen wir jetzt? Naja, wir haben zwei ganz interessante Spuren. Erstens die Dosen, die offensichtlich im Lackhaus gekauft wurden. Und zweitens, Björn Henze. Dann teilen wir uns jetzt auf. Lukas und ich fahren ins Lackhaus und fragen mal nach, ob da jemand weiß, wer diese Spraydosen regelmäßig kauft. Ja, das ist gut.
Und Marek und ich? Ihr fahrt zu Björn Henze und beobachtet ihn. Marek, du weißt ja, wo er wohnt. Jop, kein Problem. Danach treffen wir uns in der Zentrale auf dem Hausboot. Einverstanden? Gebongt. Bis nachher. Selber. Philippi, Müller, Turkus, Kowalski, Henze. Ah ja, hier steht Henze. Marek, das ist das richtige Haus. Klar, die Hausnummer stimmt ja. Wie viele Parteien sind das? Also, hier stehen 15 Namen auf den Klingelschildern. Aber da gehört ein Teil noch zum Hinterhaus. Ob ich mich im Hof mal umsehen soll? Jetzt warte doch erstmal ab. Aber worauf? Wir können doch hier nicht stundenlang warten. Vielleicht ist dieser Björn den ganzen Tag unterwegs oder hockt in der Bude und glotzt stundenlang Fernsehen. Und wir stehen uns hier die Beine in den Bauch. Halt, warte! Komm hinter das Auto! Was denn? Da kommt einer auf das Haus zu, der sieht wie ein typischer Skater aus. Tatsächlich. Er ist drin. Und jetzt? Warte. Da, siehst du? Was? Im zweiten Stock geht Licht an und laut den Klingelschildern wohnt Familie Henze im zweiten Stock. Also war das wirklich? Und jetzt? Tja, jetzt warten wir wieder, würde ich sagen. Wir können ja wohl kaum klingeln und fragen, hey, sag mal, bist du nicht einer von denen, die überall die Autos vollsprühen? Da, das Licht ist ausgegangen. Toll, der legt sich aufs Ohr. Pass auf, ich sehe mich mal am Hof um. Vielleicht steht da ja sein Motorrad, dann hätten wir wenigstens schon mal das Kennzeichen. Warte, Marek, ich würde das nicht machen. Wenn dich jetzt wer überrascht... Ach, Quatsch, bin gleich wieder da. Marek! Mensch, der hört nicht. Ich geh mal lieber hinterher. Marek! Was sagst du dazu? 3 Motorräder. Welches gehört jetzt Björn? Ja, ich knips mal alle 3. Dann lass uns aber gehen, okay? Hey, du Penner, was machst du da? Ich fotografiere. Das sieht man doch. Björn. Hä? Woher kennst du mich? Und was hast du hier zu knipsen, verdammt nochmal? Ach, ich interessiere mich einfach für Motorräder und ich sammle Fotos von solchen Maschinen. Laber nicht rum, das ist ja wohl ein Haufen Mist. Was wollt ihr hier, hä? Und woher weißt du, wie ich heiße? Ja, okay. Also mein Bruder hat ein Motorrad aus Versehen mit einem Stein erwischt und meint, da wäre jetzt sicherlich ein Kratzer dran. Was? Mein Bike? Wo? Den mache ich fertig. Also... Wo hat der Idiot meine Maschine zerkratzt? Ich sehe nichts. Irgendwo hinten, ziemlich weit unten. Man sieht es nur, wenn man ganz genau hinguckt. Wenn ich den in die Finger krieg. Wo denn verdammt nochmal? Jetzt. Lauf! Hey! Moment mal! Wie heißt denn dein Bruder? Was soll die Scheiße? Lauf, Johanna! Warte! Ich stehe hier, Vollidiot! Wow! Gut reagiert, Marek. 1A! Jaha. Und das Beste ist, wir wissen jetzt genau, welches Motorrad seins ist. Und ich habe das Kennzeichen auf dem Foto. Spitze! Jetzt machen wir Streetheld die Hölle heiß. Das Lackhaus liegt an der vielbefahrenen Wandsbeker Chaussee und Coco und Lukas müssen sich auf ihren Fahrrädern besonders aufmerksam durch den dichten Verkehr manövrieren. Es besteht aus einem großen Gebäude, in dem sich auch eine Autolackiererei befindet, und einem kleineren Bau, wo die Büros und der Verkaufsraum liegen. Wow, was für eine Auswahl. Die haben ja wirklich alles, was mit Lack und Farbe zu tun hat. Ja, guck mal hier. Das ist das Regal mit den Spraydosen. Mal sehen. Da, das ist genau die Marke von den Dosen in der Tüte. Ja, das sind auch die Farben. Metallic Blau. Kann ich euch helfen? Oh, hallo. Wir sind auf der Suche nach jemandem, der sehr wahrscheinlich hier bei Ihnen im Laden Spraydosen eingekauft hat. Wie auf der Suche? Naja, wir nehmen an, dass dieser jemand immer die gleichen Farben kauft. Vielleicht ist Ihnen daher jemand aufgefallen. Mir soll aufgefallen sein, welche Farben irgendwer gekauft hat? Nein, die Farben kennen wir, aber die Personen nicht. Wieso fragt ihr mich denn nach den Farben, wenn ihr die Farben schon kennt? Wir fragen Sie ja gar nicht nach den Farben, sondern nach der Person. Welche Person denn? Nein, wir kennen die Farben. Sie vielleicht die Person. Die Farben sind Metallic Blau, Rot, Gelb und Anthrazitschwarz.
Metallic Blau steht hier. Rot und Gelb da. Nein, Sie verstehen uns nicht. Wir wollen keine Farben kaufen. Wir wollen nur wissen, ob Sie vielleicht jemanden kennen, der diese Farbe kauft. Also nee, jetzt muss ich mal meine Chefin holen. Moment. Oh Mann, wie findet die denn jeden Tag den Weg zur Arbeit? Als sie uns gezeigt hat, wo die Farben stehen, dachte ich, du springst dir an den Hals. Niemals. Dabei hätte ich ihr doch diese tolle Kette kaputt gemacht. Mit diesem Anhänger, der aussieht wie ein Duftbaum. Hier, Frau Brackensen, das sind die Kinder. Huh, wart ihr nicht eben noch zu dritt? Nein. Ist gut, Frau Mischnick. Gehen Sie mal an die Kasse, bitte. Ja, mach ich. So, was möchtet ihr denn genau? Wir möchten wissen, ob Ihnen vielleicht aufgefallen ist, wer hier regelmäßig die gleichen Farben einkauft. Das sind Metallic Blau, Rot, Gelb und Anthrazit Schwarz. Was ist das denn für eine alberne Frage, Kinder? Wir finden die Frage gar nicht so albern. Wollt ihr jetzt auch noch frech werden? Ich merke mir doch nicht, welche Sprayer hier reinkommen. Also, ich meine, wer hier welche Farben kauft. Dazu habe ich wirklich zu viel zu tun. Und jetzt verlasst bitte meinen Laden, wenn ihr nichts kaufen möchtet. Ja, ja, keine Sorge, wir gehen ja schon. Was man sich hier alles für Fragen anhören muss. Ich habe weiß Gott Wichtigeres zu tun. Komm, schnell raus. Will noch jemand eine Limo? Ja, unbedingt. Mensch, nach dem Sprint vorhin habe ich immer noch voll Durst. Ja, ich auch. Bitteschön. Danke. Rettung in letzter Minute. Wo ist eigentlich Opa Jost? In der Küche lag ein Zettel, dass er einen alten Freund besuchen gegangen ist. Also nochmal, ihr seid sicher, dass dieser Typ Björn Henze ist? Ja klar, er hat ja direkt reagiert, als Marek ihn einfach mit Björn angesprochen hat. Und wir wissen jetzt, welches Motorrad seins ist. Mann, hat der blöd aus der Wäsche geguckt. Ja, aber wenn wir nicht so schnell gewesen wären, hätte der dich bestimmt verprügelt. Der war stinksauer. Kann schon sein. Deshalb ist es, glaube ich, wirklich eine gute Idee gewesen, dass jetzt Lukas die Beschattung übernimmt. Ja, Lukas geht sicher vorsichtiger an die Sache ran. Ja, okay, ihr habt ja recht. Hoffentlich meldet er sich bald mal. Also, Coco, nochmal zu dieser Brackensen. Dir kam da was seltsam vor? Ja, ich weiß nicht. Die Frau hat halt total komisch reagiert. Die wollte uns ganz schnell aus dem Laden haben, als wir die Farben aufgezählt hatten. Und was hat sie genau gesagt? Also, tja, sie hat gesagt, was das denn für eine alberne Frage sei. Und als Lukas gesagt hat, dass wir die Frage gar nicht albern finden, blökte sie, wir sollen nicht frech werden. Sie würde sich nicht merken, welche... Was ist? Warum sprichst du nicht weiter? Mensch, das fällt mir ja jetzt erst auf. Wisst ihr, was sie dann gesagt hat? Nein, wir warten ja darauf, dass du uns das erzählst. Sie hat gesagt, ich merke mir doch nicht, welche Sprayer hier reinkommen. Aber dann hat sie ganz schnell umgeschwenkt und gesagt, ich meine, wer hier welche Farben kauft. Das hat sie so gesagt? Das mit den Sprayern? Ja, ganz bestimmt. Krass, das ist mir vorher noch gar nicht klar geworden. Die hat sich voll verplappert. Die Sache wird immer runder. Jetzt müsste nur noch... Das ist meins. Das ist bestimmt Lukas. Ja, Lukas? Hey, hier passiert was. Was ist los? Hier sind zwei Typen mit Motorrädern. Die haben gerade vor dem Haus gehalten und holen Björn ab. Was hat Lukas gesagt? Psst. Und jetzt? Ich werde versuchen, sie zu verfolgen. Jetzt geht's schon los. Ich melde mich wieder. Ciao. Weg ist er. Und, was war? Zwei Typen mit Motorrädern holen Björn ab. Lukas will hinterher. Mit dem Fahrrad? Ob er das schafft? Tja, Daumen drücken ist jetzt angesagt. Okay, jetzt muss ich Gas geben. Wenn ich Glück habe, müssen sie an der Ampel halten. Ja, die Ampel wird rot. Aber sie fahren drüber, verdammt. Jetzt muss ich in die Pedalen treten. Coco. Coco, warte, ich muss den Freisprechkopfhörer einstöpseln. So, was ist? Siehst du sie noch? Ja, ich bin noch an ihnen dran, aber die Typen halten sich nicht an die Verkehrsordnung. Sie fahren über rote Ampeln. Was hast du denn gedacht? Wo bist du gerade? Ich fahre auf der Bürgerweide hinter ihnen her. Noch kann ich sie sehen. Jetzt biegen sie ab in die, in die Parallelstraße. Du musst versuchen, eine Abkürzung zu nehmen. Leichter gesagt als getan. Ich habe hier nicht so den Überblick. Warte mal, Marek ist online. Wir versuchen dir zu helfen. Okay, aber beeilt euch. Okay, pass auf. Rechts müsste ein Wohngebiet sein. Ja. Gut,
gut. Da kannst du eigentlich, wo du willst, querfeld einfahren. Durch die Hinterhöfe. Die sind alle verbunden und du kommst genau auf der Straße raus, auf der die Typen jetzt fahren. Was? Durch das Wohngebiet? Ja, mach es, Lukas. Sonst entwischen uns die Typen. Na gut, dann Augen zu und durch. Vorsicht, Platz machen! Fahrrad! Was war denn? Viele Kinder. Oh! Was? Da hat jemand eine Wäscheleine quer durch den Hof gespannt. Fahr drumherum. Das geht nicht. Ich muss direkt durch. Au! Oh. Entschuldigung. Was ist? Bettwäsche ist. Und zwar genau an meinem Lenker. Ich sehe aus wie ein Gespenst. Bist du schon durch die Hilfe durch? Ja, gleich. So, ich komme jetzt wieder auf die Hauptstraße. Und da sind auch die Motorräder. Gott sei Dank ist die Ampel da vorne rot. Sie halten und ich kann wieder aufholen. Vergiss nicht, das Bettlaken loszuwerden. Schon geschehen. Sie fahren jetzt wieder weiter. Coco? Coco? Ist egal, ich muss dranbleiben. Ja, ja. Sie werden langsamer. Moment mal, das ist ja... Das darf nicht wahr sein. Meldet er sich nicht? Naja, vielleicht kann er gerade nicht. Ja, vielleicht ist er so dicht dran, dass die Kerle ihn hören könnten. Oder er hat bei der Wahnsinnsfahrt einen Unfall gebaut und liegt jetzt irgendwo auf der Straße. Nein, Coco, wirklich, das glaube ich nicht. Na, du machst dir aber ganz schön Sorgen um den lieben Lukas. Ihr seid ja fast wie Mutti und Vati. Ach Quatsch, kein Mist, Marek. Ich kenne Lukas immerhin schon, seit wir im Sandkasten gesessen haben. Wenn er in 5 Minuten noch nicht angerufen hat, dann... Na also. Oh, endlich. Lukas? Ja, ich bin's. Hört mal. Mann, warum meldest du dich erst jetzt? Wir sitzen hier und haben keinen Plan, was bei dir los ist. Hey, ganz ruhig, Coco. Es ging eben die ganze Zeit nicht. Irgendwie ist es ein dämliches Funkloch hier. Ja, okay. Sorry, wollte ich nicht angreifen. Warte, ich stell mal das Handy auf Lautsprecher. Hört ihr mich? Ja. Klar und deutlich. Wo bist du? Pass auf, die 3 Möchtegern Rocker sind an ihrem Ziel angelangt. Ich habe sie tatsächlich nicht verloren. Und wo ist das? Das erratet ihr nie. Das ist kein Quiz, Lukas. Jetzt sag schon, wo bist du? Beim Lackhaus. In der Zwischenzeit hat Lukas sein Fahrrad versteckt und sich vorsichtig dem Lackhaus genähert. Seitlich vom Hauptgebäude, dem Hof, steht ein Container, dahinter versteckt sich Lukas. Von hier hat man einen guten Blick auf das Büro von Frau Brakensen. Echt krass. Was machen die denn da? Hey Lukas, da bist du ja. Seid leise und kommt hierher, hinter den Container. Was machst du denn hier? Beobachte Björn und seine Kumpel. Seht mal, wo sie sind. In dem Büro da. Und da ist auch die Chefin vom Lackhaus, diese Frau Brakensen. Genau. Und da ist nicht gerade die beste Stimmung. Die diskutieren jetzt schon seit einer Viertelstunde. Was hat die denn mit den Sprayern am Hut? Das ist die Frage. Du machst Bilder, das ist gut. Ich frag mich gerade, ob... Vorsicht, da kommt jemand. Leise. Das stinkt vielleicht da drin. Auch das noch. Das ist diese begriffsstutzige Verkäuferin. Psst. Was ist das denn? Oh, hallo, wir sind's nur. Ach, du liebe Güte. Was macht ihr denn hinter dem Container? Ihr habt mich zu Tode erschreckt, habt ihr mich? Entschuldigung, das war nicht unsere Absicht. Wir... Was macht ihr denn da hinter dem Container? Das hier ist ein Schulprojekt. Genau, ein Schulprojekt. Hinter dem Container ist eine Schule? Nein, wir kommen von einer Schule und wir machen hier ein Projekt. Aha. Was denn für ein Projekt? Ja, was denn für ein Projekt, Marek? Das ist ein Kunstprojekt. Wir zeichnen Container in unserem Stadtviertel. Müllcontainer. Ihr zeichnet Müllcontainer? Ja. Ach so, ja. Naja, dann lasst euch mal nicht von Frau Brakensen erwischen. Die mag's nicht, wenn Leute hier auf dem Gelände rumlungern. Ah, danke. Okay, und wäre nett, wenn Sie Frau Brakensen auch nicht verraten könnten. Also, dass wir hier sind, meine ich. Keine Sorge. Ich bin stumm wie ein Sarg. Prima, danke.
Na, dann zeichnet mal schön. Ich muss wieder rein. Tschüss. Sie ist ja wirklich nicht die hellste. Dafür ist sie aber stumm wie ein Sarg. Als Kunstprojekt Müllcontainer zeichnen ist aber auch nicht schlecht, Marek. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Das Beste ist ja, dass sie uns das abgekauft hat. Sie hat sich nicht mal darüber gewundert, dass wir gar nichts zum Zeichnen dabei hatten. Von ihr erfährt die Brakenson jedenfalls nichts. Was passiert da eigentlich im Büro? Die stehen immer noch rum und labern. Guck mal, wie Björn auf der Schreibtischkante sitzt und Kaugummi kaut. Was für ein ätzender Typ. Hä? Was macht die Brakenson denn jetzt? Sie geht zu diesem kleinen Rollschrank und holt irgendwas da raus. Eine Tüte. Mach Bilder, Lukas, schnell. Ja. Sie gibt Björn die Tüte. Er greift rein. Und... Ich glaube, oh. Geld. Ein fettes Bündel Scheine. Was hat das denn zu bedeuten? Hast du das drauf, Lukas? Ja, Gott sei Dank hat mein Handy eine Zoom-Funktion. Da, jetzt ziehen die Typen ab. Sie gehen nach vorne durch den Laden raus. Die Brakenson sitzt allein am Schreibtisch. Richtig happy sieht die nicht aus. Ob sie von Björn und seinen Freunden erpresst wird? Das glaube ich nicht. Womit denn? Diese Diskussion sah nach irgendwas anderem aus. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Ach ja? Ja, wir gehen jetzt da rein und konfrontieren die Brakenson mit den Bildern. Was? Das kannst du doch nicht bringen, Mann. Doch, Lukas hat recht. Genug mit dem Versteckspiel. Wir legen jetzt unsere Karten auf den Tisch und die Brakenson muss das auch tun. Genau. Na gut. Aber bevor wir da reingehen, rufen wir bei Kommissar Wolters an. Ich fühle mich wohler, wenn die Polizei kommt. Alles klar. Los geht's. Guten Abend, Frau Brakenson. Ihr schon wieder. Und mit Verstärkung diesmal. Was habt ihr hier zu suchen? Ach, wir wollten uns nur mal mit Ihnen unterhalten. Ach ja? Kein Interesse, vielen Dank. Wir wollten Ihnen auch gerne was zeigen. Frau Brakenson, haben Sie was gesagt? Ach, Sie haben Besuch. Gehen Sie wieder rüber in den Laden. Ich komme hier schon alleine klar. Ja, wir wollen Ihrer Chefin nur ein paar Fotos zeigen. Fotos? Ach. Habt ihr die Müllcontainer auch fotografiert? Müllcontainer? Nee, diesmal haben wir ganz anderen Müll geknipst. Kann mir jetzt endlich mal jemand erklären, was das alles zu bedeuten hat? Ich geh mal wieder. Und ihr geht gefälligst auch, verstanden? Ich habe keine Zeit für Kinderkram. Ach, jetzt werfen Sie doch wenigstens mal einen Blick auf diese Fotos hier. Das sind Sie und Ihre Sprayer-Freunde, nicht wahr? Höllisch gute Freunde sind das, scheint mir. Die alles vollsprühen, was ihnen vor die Nase kommt. Und irgendwie haben wir den Eindruck, dass Sie daran nicht unbeteiligt sind. Genau. Und vor allem dieser Batzen Geld. Sehen Sie, hier auf dem Foto kann man es ganz gut erkennen. Also der hat uns echt stutzig gemacht. Also das ist ja wohl... Euch werde ich's zeigen. Das ist ja eine Unverschämtheit. Ich werde den Hund auf euch hetzen. Jawohl, das werde ich. Ihr könnt mir gar nichts, ihr Hosenscheißer. Oh Gott, jetzt schnappt sie über. Brutus! Will die echt den Hund? Jetzt beruhigen Sie sich doch mal. Verschwindet! Ihr habt gar nichts gesehen. Gar nichts! Ihr könnt nicht... Oh nein! Ich werde... Brutus! Oh, seht mal, wer da kommt. Kommissar Wolters, mit Verstärkung. Guten Abend. Was geht denn hier bitte vor? Was? Was wollen Sie denn hier? Was? Die Kinder, ich... Könnt ihr mir sagen, was hier gespielt wird? Also, Herr Kommissar, darf ich vorstellen? Das ist die Chefin der Street Health Sprayer. Ich protestiere! Ruhe jetzt, Frau. Brakenson! Ich protestiere! Kinder, könnt ihr das denn beweisen? Ja, können wir. Wir haben Fotos und alles. Dubinsky? Ja? Nehmen Sie die Frau mit aufs Kommissariat. Wird gemacht, Herr Kommissar. Ich protestiere! Nein! Diese Kinder! Das ist alles ganz falsch! Na dann kommen Sie mal mit. Ich protestiere! Ja, aber auf jeden Fall hat die Brakenson wirklich gekocht. Bin ja mal gespannt, was jetzt mit dem Lackhaus passiert. Den Laden kann sie dicht machen. Oh
Oh je, was passiert denn mit dieser Verkäuferin? Die übernimmt den Laden und verkauft ab jetzt nur noch Nagellack. Oh, Achtung, bitte mal durchlassen. Danke, Opa, aber sag doch was, dann helfen wir dir. Du meinst wohl, ich bin zu alt, ein paar Getränke durch den Raum zu tragen. Ah, keine Sorge, liebste Coco. So, wie war das noch? Zweimal Cola? Danke. Einmal Apfelschorle. Danke, der Herr. Und ein Malzbier. Danke. Und für die Bedienung ein schönes Alsterwasser. Seht mal, wer da kommt. Hallo, Herr Strasser. Hallo. Da seid ihr ja. Habt ihr noch ein Plätzchen frei an eurem Tisch? Hallo, Kommissar Predeke. Klar. Das war gar nicht so leicht, den Laden hier zu finden. Na ja. Ah, und Opa Jost ist ja auch mitgekommen. Toll. Guten Abend, Herr Strasser. Kannst du meine Jacke mal hinter dich legen, Marek? Klar. Danke. So, jetzt, wo wir sitzen, können wir eigentlich gleich wieder aufstehen und die Getränke holen. Warum hast du das denn nicht gleich gesagt, Jörg? Kein Problem, ich mach das. Was hätten Sie denn gerne? Das ist nett von dir, Lukas. Ich nehme erstmal einen Kaffee. Ich auch, bitte. Kommt sofort. Die Getränke heute Abend gehen übrigens alle auf mich, nur damit das klar ist. Oh. Vielen Dank, Herr Strasser. Oh, das hört sich gut an. Jetzt spannen Sie uns doch nicht länger auf die Folter. Was hat die Brakinsen gesagt? Ich kann mir denken, dass euch das brennend interessiert. Also, ich habe vorhin mit Wolters telefoniert und euer Verdacht hat sich bestätigt. Brakinsen hat die Sprayer engagiert, mit dem konkreten Auftrag, die Autos in der Gegend zu besprühen. Das Lackhaus ist ja auch eine Autolackiererei, die größte in der Gegend. Und Brakinsen hat sich dadurch reißenden Absatz erhofft. Bis heute war der Hof auch voller Kunden. Aber die Street-Hell-Graffiti waren doch auch auf Hauswänden und Garagentoren und so. Ja, das war natürlich ein Ablenkungsmanöver, damit es nicht allzu offensichtlich wird. Brakinsen hat die Jungs im Laden angesprochen. Sie haben dort regelmäßig ihre Spraydosen gekauft. Vor allem dieser Björn Henze hat noch jede Menge andere Sprayaktionen zu verantworten. Die Kollegen werten das gerade aus. Das ist ja wirklich ein starkes Stück. Das Lackhaus ist eigentlich ein ehrbares Familienunternehmen. Ich kannte den Vater von der Frau Brakinsen gut. Der hat den Laden sehr erfolgreich ausgebaut. Tja, die Tochter war wohl zu geldgierig. Und jetzt ist alles futsch. Ja, das ist bei weitem noch nicht alles. Die Versicherungen werden sich sehr für diesen Fall interessieren. Und Brakinsen wird sich vor lauter Schadenersatzforderungen nicht mehr retten können. So, zweimal Kaffee. Ach, danke. Danke, Lukas. Danke. Jedenfalls, wenn das alles publik wird, kann sie ihren Laden zumachen. Ich denke nur mal daran, was das alles kosten wird, dieses Street-Hell-Graffiti überall zu entfernen. Da wird doch auf die Eltern von diesen Sprayern einiges zukommen. Ja, in deren Haut möchte ich jetzt auch nicht stecken. Jedenfalls, euch möchte ich nochmal ganz herzlich Danke sagen. Was wäre ich nur ohne die Alster-Detektive? Das können Sie laut sagen. Hab ich doch gerade. Nein, ehrlich, das habt ihr sensationell gemacht. Und der Polizei wart ihr eine großartige Hilfe. Das denkt Wolters übrigens auch. Er sagt es noch nicht so gerne. Ja, das haben wir gemerkt. Hoffentlich haben Sie jetzt nicht mehr so lange Sitzungen und können länger schlafen, Herr Strasser. Naja, das wird sich wohl auch in Zukunft nicht vermeiden lassen. Ich will ja weiterhin ein offenes Ohr für die Sorgen der Menschen hier in der Stadt haben. Dafür stehe ich nächste Woche wieder auf dem Wochenmarkt. Aber der Ärger mit einer Bürgerwehr gegen Graffiti-Schmierereien bleibt mir jetzt Gott sei Dank erspart. Was? Sowas hatten die vor? Frag nicht. Ich glaube, langsam braucht ihr euer eigenes Büro im Rathaus, wenn das so weitergeht. Stimmt, das wäre praktisch. Ich kann das ja mal in einer der nächsten Sitzungen einbringen. Nee, vielen Dank, aber ich find's auf dem Hausboot von Opa Jost einfach viel gemütlicher. Ja, wir bleiben dort. Das freut mich zu hören, Kinder. Ich habe euch gerne dort, das wisst ihr ja. Leute, habt ihr mal auf die Uhr gesehen? Wir nicht, aber du schon eine ganze Weile. Ja, es geht doch gleich los. Stimmt, wir sollten vielleicht mal rübergehen. Ja, los geht's. Ja, jetzt bin ich aber mal gespannt. Kommen Sie mit nach vorne, Herr Strasser? Nein, lass mal. Herr Predeke und ich lehnen uns hier an die Wand. In der ersten Reihe fühlen wir uns, glaube ich, nicht so wohl, oder Klaus? Ja, wir bleiben lieber hier. Geht ihr mal. Alster-Detektive, mir nach. Dann los. Ja, Leute, was geht, Mann? Macht mal ein bisschen Lärm. Cool, dass ihr alle am Start seid, dass so viele von euch hier sind. Richtig cool. Wir freuen uns heute Abend auf einen ganz besonderen musikalischen Gast. Die Jungs sind aus unserem Viertel. Haltet euch fest. Und außerdem Gewinner des Pony Hip-Hop Jams. Also macht mal ordentlich Lärm für Nix Trash. Was geht? Yo, seid ihr bereit? Was geht? Yo, ich will eure Hände sehen. Will mich
verständlich verständigen. Rap ist mein Sprache, ihr kennt es denn. Dafür brauch ich nur ein Mic und kein Handyman. Also wenn ihr mich versteht, ja, dann gebt mir ein Yeah. Naja, so ungefähr. Leute, ich bin sicher, da geht sicherlich noch mehr. Gebt mir ein Yeah.